Die Eimer von Warze und Kuffern und die Gürtelschnalle von Warze. Josef Dabra. Essay. Vorwort. Der Götterwandel, die Ablöse des Stiergottes durch zwei Hirschgötter, ist das epochale Ereignis in der keltischen Mythologie. Es ist die Ablöse der unvollständigen Dreizahl des Stiergottes durch die vollständige Vierzahl der Hirschgötter. In Europa erkennt Pythagoras um 500 vor Christus als erster die Bedeutung der Vier. Die Vier und die Zehn sind für ihn die grundlegenden Zahlen der Weltordnung. Generationen später formuliert Empedokles Erde und vervollständigt die Vierheit der Elemente. Andere Philosophen ergänzen Temperamente und Jahreszeiten zu Vierheiten. C.G. Jung bezeichnet den Archetyp der Vierheit als den der Orientierung und Ordnung. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus wird das Volk der Kelten von diesem Archetyp ergriffen und stellt ihn im Mythos der zwei Hirschgötter dar. Ein Hirschgott ist sterblich. Er schenkt den Menschen die Vierheit. Der zweite ist unsterblich. Er gewährt den Menschen Wiedergeburt im Geist und damit Ganzheit im Jenseits. Die prachtvollen Eimer bezeugen den Dank der Kelten für das Kommen der Götter und für ihre Geschenke. Die Vier drückt immer das Entstehen des eigentlichen Menschlichen aus. Das Werden des menschlichen Bewusstseins. C.G. Jung. Das eigentliche Menschliche verlangt Offenheit, Teilnahme und Mitteilung. In der Epoche des Stiergottes war Geheimhaltung der Religion wirksames Mittel, den Zusammenhalt der Keltenstämme zu sichern und das Gefühl der Gemeinschaft zu stärken. Zusätzlich sichert der Verzicht auf Schrift die Geheimhaltung. In der Epoche der Vierheit, der Zeit kontaktfreudiger Offenheit, ist Geheimhaltung unzeitgemäß. Die Druiden wissen das und beschließen, die keltische Religion zu veröffentlichen. Allerdings verschlüsselt durch Münzprägungen die neue Art der Geheimniskrämerei. Zahlreiche Keltenstämme prägen nach 300 vor Christus Münzen und ihre Prägestempel verraten die bisher geheim gehaltene Mythologie. Kein Römer, kein Grieche weiß irgendetwas von keltischer Religion und die rätselhafte Keltenmünze wird als barbarische Nachahmung klassischer Kunst abgetan. Der Mensch in der Epoche der Vierheit sehnt sich nach mehr Wissen, nach Erweiterung der Bewusstheit. Verweigerung der Schrift und Geheimhaltung der Philosophie sind daher unzeitgemäß und beschleunigen das Versickern und Verschwinden der keltischen Kultur. Näheres über Mythologie und Keltenmünzen siehe Anhang. Der Eimer von Warze. Der Bronzeeimer von Warze wurde 1882 in Warze, Slowenien, gefunden und wird im Museum Ljubljana aufbewahrt. Datiert um 500 vor Christus. Rechts beginnend schildert der obere Bildstreifen die Reise der Hirschgötter vom Himmel zur Erde. Die Götter werden kutschiert und von einem Reiter begleitet. Alle himmlischen Götter, Kutscher und Reiter tragen Tellermützen. Sie tragen das Runde, Symbol der Ganzheit. Der Gott im ersten Wagen vor dem Reiter, der sterbliche Hirschgott, trägt eine Zipfelmütze. Diese Zipfelmütze besagt, noch ist dieser Gott nicht ganz. Ihm steht eine Wandlung bevor. Seinen Wagen ziehen zwei Vogelköpfe, von denen der eine nach vorn, der andere nach hinten schaut. Der Blick zurück bedeutet Tod, das Sterben dieses Gottes.
Von den 6 Ratspeichen verkünden 2 die Zweiheit der Hirschgötter. 4 das Geschenk dieses Gottes, die Vierheit. Den 2 Ringen der Radnabe fehlt der Mittelpunkt. Auch dem Mandala vor dem Rad, in Gestalt eines Ringes mit 10 kleinen Innenringen, fehlt die Mitte. Im 2. Wagen wird der unsterbliche Bruderhirsch kutschiert. Dieser Gott sitzt nicht, er steht sicher auf seinen Beinen auf dem Tritt des Wagens. 5 Speichen des Rades mit den 5 Speichen des 2. Rades ergänzt sind 10, die heilige Zahl. Beide Kutscher halten die Zügel so, dass sie Dreiecke bilden. Das heißt, die Dreiheit von Leben, Tod, Wiedergeburt. Aus der Stiergottzeit wird in die neue Epoche kutschiert. Die 2. Hälfte des oberen Streifens schildert die Ankunft der Götter auf Erden. Zuerst treten sie als Reiter auf. Das heißt, die Instinktsicherheit der Pferde steht ihnen zur Verfügung. Über den Rücken der Pferde schweben Ankersymbole, welche die Vereinigung der Dreiheit von Leben, Tod, Wiedergeburt aus der Stiergottzeit mit den 2 Ankern der Hirschgötter verdeutlichen. Den Abschluss bildet das Runde. Der sterbliche Hirschgott trägt jetzt eine Tellermütze. Nach diesem Einmarsch steigen die Reiter ab und berühren mit nackten Füßen die Erde. Ein dickes Seil, es ruht auf der Schulter des sterblichen Gottes, verbindet die 2 Götter. Es endet in 2 Fasern. Nun ereignet sich die Wandlung des sterblichen Hirschgottes, symbolisch dargestellt durch den Vogel über seinem Pferd, das hinter ihm steht. Der Vogel fliegt zurück. Das heißt, der Hirschgott stirbt. Er wird vom Hirschjäger getötet. Der Opfertod des Gottes bewirkt eine zweifache Wandlung. Er verwandelt den Hirschgott in einen Gott in Menschengestalt und macht sein Geschenk, die Vierheit, den Menschen zugänglich. Der Schwanz des Vogels zeigt die Leben, Tod, Wiedergeburt, Dreiheit. Die 7 Striche auf den Flügeln des Vogels deuten das Zusammenwirken der alten Dreiheit mit der Vierheit des Hirschgottes an. Auf dem Körper des Pferdes sind die Zahlen 3 und 4 als punktierte Linien eingeritzt. Der unsterbliche Hirschgott hält sein Pferd, es steht vor ihm, am straff gespannten Zügel fest und bildet mit dem Ende des Zügels sein Signet, eine Rundung. Das Geschenk dieses Gottes, die Wiedergeburt im Geist, stellt auf originelle Weise der Vogel über dem Pferd bildlich dar. Mit den Füßen an die Himmelslinie geklammert, an dieser Stelle ist der Himmel offen, lässt er seinen Körper rückwärts gewandt nach unten hängen. Der Blick zurück bedeutet Tod. Unmittelbar vor dem Vogelkopf taucht das Runde auf und verspricht dem Toten Wiedergeburt im Geist und Ganzheit im Jenseits. Auf dem mittleren Bildstreifen links beginnend präsentieren die 2 Hirschgötter ihre Geschenke. Der sterbliche Gott, er steht links vom Kessel, wirft sein Geschenk, die Vierheit, symbolisiert durch Kugeln, in den Kessel. 3 Kugeln schweben bereits in der Luft. Die 4. Kugel ist noch in der Hand des Gottes. 4 Finger demonstrieren eine weitere Vierheit. Der Bruderhirsch rechts formt mit den Fingern seiner Hand das Runde, Symbol der Ganzheit. Der Kessel ruht auf einer Säule mit 2 Rundungen, die Zweiheit der Hirschgötter andeutend.
Auf vier Stühlen werden jene zwei Menschen vorgestellt, welche den von den ewigen vorgesehenen Götterwandel tatkräftig unterstützen. Sie tragen spitze Helme. Auf dem ersten Stuhl sitzt der Hirschjäger, in seiner Hand zwei Vogelköpfe. Diese erinnern an die Vogelköpfe auf dem Wagen des sterblichen Hirschgottes. In der Hand des Helden bestätigen sie seine Verdienste um das Wirklichwerden der Vierheit und der Wandlung des Tiergottes in einen Gott in Menschengestalt. Nun sitzt der Held auf dem zweiten Stuhl und wird von einer Priesterin gesalbt. Das heißt, ihm wird göttliche Ehrung zuteil. Auf dem dritten Stuhl sitzt, Flöte blasend, die weibliche Heldin, die ehemalige Stierseele. Die Flöte erinnert an ihren Aufruf zur Hirschjagd. Ein Priester reicht ihr mit einer Schöpfkelle den Wiedergeburtstrank. Die Hand des Priesters deutet mit vier Fingern Vierheit und mit dem Daumen Ganzheit an, die Geschenke der Hirschgötter. Auf dieselbe Weise bekunden die Götter auf den Reliefs des Gundestrup-Kessels Vierheit und Ganzheit. Auch auf dem vierten Stuhl sitzt der Held. Er stand hinter dem Stuhl der Seele, und eine Priesterin spendet ihm den Wiedergeburtstrank. Im Zentrum des rechten Mittelstreifens stehen sich zwei nackte Männer mit Hanteln gegenüber. Vier Personen sind als Beobachter anwesend. Links die zwei Helden, erkenntlich an ihren Spitzhelmen. Rechts die zwei Hirschgötter. Der sterbliche Hirschgott trägt wieder eine Zipfelmütze. Die Anwesenheit von Göttern und Helden unterstreicht das Bedeutsame der Tätigkeit der zwei nackten Männer. Die Männer kämpfen nicht, sie üben, sie trainieren. Trainiert wird der Umgang mit dem Göttergeschenk der Vierheit. Mit ihrer Nacktheit betonen die Männer, offen und frei, ihr wahres Bemühen, den tieferen Sinn des Göttergeschenkes Vierheit zu erkennen. Sie trainieren den Umgang mit dem Geschenk der Vierheit. Vier Kugeln auf zwei Hanteln symbolisieren die Vierheit. Durch ständige Armbewegungen entstehen immer neue Varianten von Kugelvierheiten. Eine solche Vierheit von Kugeln entsteht über dem Helm. Der mit Federn geschmückte Helm, Federn sind luftig, daher ein Symbol des Geistes, ist Lohn des Trainings. Die kleinen Phallusmännchen mit Hanteln, die bei Gräberfunden auftauchen, bekräftigen den Lohn des Trainings. Wer den Umgang mit der Vierheit übt, erlangt Schöpferkraft und diese gewährt Wiedergeburt im Geist. Ein Widder taucht am Ende des mittleren Streifens auf. Das gewaltige Tier präsentiert den platonischen Monat, in welchem die Kelten leben und wirken. 2100 vor Christus bis 50 nach Christus. Der Vogel auf dem Rücken des Widders markiert mit drei geteiltem Schwanz die Epoche des Stiergottes. In seinem Schnabel hält der Vogel ein Blatt mit vier Wellenlinien. Vier ist die Zahl der neuen Zeit, die Zahl der Zukunft. Der dritte Bildstreifen lässt Tiere zu Wort kommen. Ein Raubtier verschlingt die Stiergottzeit. Das Symbol über dem Tier zeigt eine Gabel. Die Zweiheit der Hirschgötter an einem Ende, am anderen Ende ein abgebrochenes Horn. Das Ende der Stiergottzeit. Das zweite Tier, ein Tier ohne Hörner, demonstriert die aus der Stiergott-Epoche übernommene Leben-Tod-Wiedergeburt-Dreiheit. Eine rückläufige Spirale dringt aus dem Maul des Tieres und versinnbildlicht die erste, die körperliche Wiedergeburt,
Das dritte Tier, es trägt Geweih, ist der unsterbliche Hirsch, der Spender der Wiedergeburt im Geist. Mit der rückläufigen Spirale, die aus seinem Maul dringt, wird die zweite, die Wiedergeburt im Geist, symbolisiert. Das vierte Tier ist der sterbliche Hirsch, der Spender der Vierheit. Nahe seinem Kopf taucht der Quincunx auf. Der Quincunx begleitet alle sieben Nieten auf beiden Seiten des Eimers als Symbol der Vierheit als Ganzes. Vier Tiere beschließen auf der rechten Seite des unteren Streifens die Bilderzählung. Das erste und das letzte Tier ist der sterbliche Hirsch. Das Mandala über dem ersten Hirsch ist gestaltet wie das Mandala vor dem Wagen auf dem ersten Bildstreifen, jedoch mit Mittelpunkt. Der sterbliche Hirsch regiert als Gott in Menschengestalt die neue Epoche, die Epoche der Hirschgötter. Die zwei Tiere ohne Geweih, sie stehen zwischen dem Spender der Vierheit, verdeutlichen menschliches Schicksal. Der Vogel auf dem zweiten Tier verkündet mit seinem Blick zurück Tod. Der Mensch muss sterben. Auch auf dem Rücken des dritten Tieres sitzt ein Todesvogel. Doch aus dem Maul des Tieres dringt die rückläufige Spirale. Sie verkündet Wiedergeburt im Geist. Ein typisch keltischer Ausklang, zartfühlend und trostreich. Der Eimer von Kuffern. Der Bronzeeimer wurde 1891 in Kuffern, Niederösterreich, gefunden und wird im Naturhistorischen Museum in Wien aufbewahrt. Datiert um 475 bis 425 vor Christus. Der im Lehnstuhl sitzende Mann ist der Stiergott. Erkenntlich an seiner Kopfbedeckung, welche das Hörneropfer des Gottes karikiert. Der Gott wird lächerlich gemacht. Auch seine menschliche Seele, das Kind hinter seinem Lehnstuhl, ist eine Verspottung des Gottes. Die Darstellung der Seele als Tierkind, Kalb, Fohlen, ist üblich. Die Seele als Menschenkind dargestellt besagt, der Gott ist infantil, ist nicht mehr zurechnungsfähig. Die Kleider der vier Himmlischen sind kreuzförmig gemustert. Das Kreuz mit seinen vier Balken ist Symbol der Vierheit. Daher besagen die Kleider, die Vierheit ist im Himmel längst Mode, man trägt dort Vierheit. Höhepunkt der Verspottung ist das Kleid des Stiergottes. Der Gott trägt Vierheit und weiß nichts davon. Eine solch derbe Verspottung eines Gottes ist psychologisch mit Unsicherheit zu erklären. Um von einer Gottheit, welche durch ein Jahrtausend hindurch angebetet und verehrt wurde, loszukommen, muss man sie verspotten und lächerlich machen. Was tut der Gott? Unentwegt trinkt er seinen, den von ihm erwirkten Wiedergeburtstrank. Trinkschale, Schöpfkelle und Henkelgefäß sind Symbole der Dreiheit von Leben, Tod, Wiedergeburt. Die Trinkschale in der Hand des Stiergottes ist Leben. Die Schöpfkelle, leer, ist Tod. Das Henkelgefäß ist Wiedergeburt. Das Henkelgefäß steht exakt über dem Fuß des Gottes. Das heißt, die Gnade der Wiedergeburt fußt auf dem Opfertod des Stiergottes. Im Gegensatz zu dieser apathischen Szene werden die Gaben der neuen Götter mit viel Elan vorgeführt. Der Götterbote links außen, demonstrativ mit dem Rücken zum Stiergott, schwenkt zwei Henkelgefäße, die zwei Arten der Wiedergeburt. Unterm Arm geklemmt das Runde, die Ganzheit. Er und das Kind tragen Tellermützen, das Runde,
die Ganzheit. Das Gestell im Rücken des Stiergottes steht unter der Obhut von zwei Wächtern. Der linke Wächter schaut zurück in die Epoche des Stiergottes. Der Stützpfeiler, auf dem er sitzt, weist drei Einbuchtungen auf. Die Dreiheit von Leben, Tod, Wiedergeburt. Der rechte Wächter schaut nach rechts in die Zukunft. Seinen Stützpfeiler schmückt eine Kugel, Symbol der Ganzheit. Von den sechs Gefäßen auf dem Gerüst sind vier durch je zwei Basislinien als zusammengehörige Vierheit gekennzeichnet. Drei dieser Gefäße hängen oben und das vierte in der Mitte unten. Die Gefäße links und rechts davon sind den zwei Hirschgöttern geweiht. Im zweiten Relief treten, wie auf dem Eimer von Vaze, zwei nackte Männer mit Handeln auf. Der verhüllte Mund des Priesters, links außen, gebietet Schweigen. Auch das Tier vor ihm signalisiert mit geschlossenem Maul Sprachlosigkeit. Kein Kelte darf mit einem Fremden über seine Religion sprechen. Die Religion der Kelten ist ein streng gehütetes Geheimnis. Die zweite Figur hält ein Schwert mit gespaltener Klinge in der Hand. Auf diese Weise stellt sich die ehemalige Seele des Stiergottes vor. Die zwei Klingen deuten auf ihre Opfertat hin. Sie tötet mit dem Schwert den Stiergott und sich selbst. Priester und Seele tragen kreuzweise gemusterte Kleider und Tellermützen und verkünden damit Vierheit und das Runde, die Ganzheit. Die zwei nackten Männer trainieren mit ihren Handeln den Umgang mit der Vierheit. Sie demonstrieren Vierheit durch die vier Kugeln der zwei Handeln über dem Federhelm. Das Göttergeschenk der Vierheit umgibt die Menschen wie die Luft. Sie müssen lernen, die Vierheit wahrzunehmen. Dann erst erkennen sie die Wohltaten, welche die Vierheit gewährt. Wer sich ehrlich darum bemüht, wird belohnt. Ziel und Lohn des Bemühens ist Wiedergeburt im Geist und damit Ganzheit im Jenseits. Symbol dieses Ziels ist der mit Federn geschmückte Helm auf einem Gestell mit einer Kugel, einem Runden. Drei Voluten schaffen eine lose Verbindung von der ehemaligen Stierseele zum Federhelm. Von der Seele ausgehend führen diese Symbole der körperlichen Wiedergeburt hin zum Federhelm, Symbol der Wiedergeburt im Geist und Ganzheit. Nun tritt die Seele in zweierlei Gestalt auf. Sie muss die üble Verspottung der Seele des Stiergottes durch ein Kind dargestellt wieder gut machen. Das geschieht dadurch, dass das Kind altert. Es bleibt klein. Es muss erkenntlich sein, bekommt jedoch die Gesichtszüge eines Erwachsenen. Die Seele legt das Schwert, ihr Signum, beiseite und berührt mit einem Stock die Mütze eines Reiters. Die Seele ist immer aktiv. Sie überwacht das Training der Nackten und sie sorgt für den weiteren Handlungsverlauf. Aus den Nackten, geübt im Umgang mit der Vierheit, werden Reiter und diese, von der Seele angetrieben, galoppieren davon, um Zeugnis abzulegen von den Wohltaten, welche die Vierheit den Menschen bereitet. Vier Wagenlenker und acht Pferde loben und preisen die Vierheit. Vier gleiche Wagenlenker, vier gleiche Wagen und acht gleiche Pferde führen die Vierheit vor. Die Pferde verkünden die vier durch vier Vorder- und vier Hinterhufe, durch vier Schnauzen, vier Hoden und einer Vierheit von Augen und Ohren. Die Wagen demonstrieren die Vierheit durch vier Radspeichen. Der Wagenlenker durch seine Handhaltung. Beide Hände zeigen vier Finger und den abgesetzten Daumen als Quintessenz.
Seine Hose ist unten und oben gestreift. Ein Hinweis auf die Zweiheit der Hirschgötter. Das Kreuzmuster, die Vierheit, dominiert die schöpferische Mitte. Die linke Hand des Wagenlenkers bildet mit dem linken Zügel und mit dem waagerechten rechten Zügel ein Dreieck. Das Leben-Tod-Wiedergeburt-Dreieck. Welches auch die Kutscher auf dem Eimer von Waadtse demonstrieren. Der Vogel hinter dem vierten Wagenlenker symbolisiert das Wissen um die Vierheit. Mit seinem Zurückschauen bestätigt der Lenker die Geheimhaltung. Wir führen Vierheit vor, sprechen aber nicht darüber. Auf dem Eimer von Kuffern, wie auf dem von Waadtse, erscheint zwischen den Nieten der Queen Kunx, Symbol der Vierheit und Ganzheit. Der Götterwandel, die Ablöse des Stiergottes durch zwei Hirschgötter, das epochale Ereignis im Mythos der Kelten, ist Thema der Bildstreifen auf allen Eimern. Sie drücken Dank und Freude über das Erscheinen der neuen Götter und ihrer Geschenke aus. Der Auftritt der nackten Männer und ihr Training auf diesen Kesseln darf als Beweis für die Entstehungszeit der Eimer gewertet werden. Die Eimer wurden unmittelbar nach dem Götterwandel, Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus, geschaffen, denn sie bekunden ehrliches Bemühen, die Vierheit als wesentliche Bereicherung und als Ansporn zur geistigen Weiterentwicklung anzuerkennen. Die Gürtelschnalle von Waadtse. Gefunden wurde die Gürtelschnalle 1882 in Waadtse. Aufbewahrt wird sie im Naturhistorischen Museum in Wien. Datiert um 500 vor Christus. Auf der Gürtelschnalle werden die zwei Hirschgötter und die am Götterwandel beteiligten Menschen vorgestellt. Die Hirschgötter treten als Ritter auf. Links der sterbliche Gott. Das Beil bestätigt seinen Opfertod. Zwei Lanzen, er hält sie senkrecht, die Zweiheit der Hirschgötter. Die Rechteckform des Beils und das Rechteck auf dem Schild des Ritters betonen die Vierheit. Der Ritter rechts stellt den unsterblichen Hirsch dar. Er hält Lanzen und Schild waagrecht. Über dem Schild fällt das Ende seines Helmbuschs. Der Helmbusch besteht aus Federn. Federn, die Kleider der Vögel sind, luftige Gebilde, und Luft ist Geist. Der über dem Schild hängende Helmbusch verrät einen unkriegerischen, einen vergeistigten Schildträger. Das Viereck auf seinem Schild ist in die Länge gezogen. Lanzen, Schild und Viereck betonen das waagrecht Liegen und damit Schlaf. Schlaf ist unwirklich, unangreifbar und unirdisch. Auf diese Weise drückt der Ritter das Wesen seines Geschenkes, die Wiedergeburt im Geist und die Vollendung im Jenseits aus. Der sterbliche Hirschgott kann sein Göttergeschenk, die Vierheit, den Menschen nicht direkt vermitteln. Er benötigt menschliche Helfer. Zwei heldenhafte Menschen sind bereit, den Gott zu unterstützen. Die Reiterin links, die ehemalige Stierseele, ist die weibliche Heldin. Zwei gegen ihren Kopf gerichtete Lanzen verdeutlichen ihre zweifache Opfertat aus der Epoche des Stiergottes. Die Lanze in ihrer Linken erinnert an ihr Selbstopfer. Die zweite Lanze an das Opfer des Stiergottes. Pferde symbolisieren gut funktionierende Instinkte. Auf dem schöpferischen Hinterteil des Pferdes plädiert das rechtsläufige Sonnenrad in Form eines Hakenkreuzes deutlich für die Vierheit. In die Pferdebrust, nahe dem Herz, dringt eine Lanze ein. Diese Lanze verdeutlicht Trennungsschmerz. Die Seele des Stiergottes muss sich nach vielen Jahrhunderten gemeinsamen Wirkens vom Althergebrachten verabschieden. Der rechte Reiter ist der männliche Held,
der Hirschjäger. Sein Hut ist rund. Er verkündet Ganzheit. Die auf seine Stirn zielende Lanze symbolisiert den von ihm verursachten Tod des Hirschgottes. Das Beil bezeugt die, nach dem Opfertod des Gottes gewonnene, Vierheit. Ganz rechts, erkenntlich an seiner Kopfbedeckung, der Stiergott. Der großartige Auftritt der neuen Götter und ihrer Helfer verdrießt den alten Gott. Er resigniert, räumt das Feld und geht ab.